Ja, das war gestern, ganzes Orchester. Heute, da wird es nicht so voll auf unserer Bühne. Einzelkämpfer ist heute bei uns, ein Einzelstraßenkämpfer sozusagen. Du hast schon die Gitarre da, die ist wirklich wunderschön. Die haben wir schon mal hier. Toll, oder? Ja. Eine schöne rote Gitarre. Sehr schön. Toll. Und jetzt gucken wir uns mal das Video an, was er uns geschickt hat. Heute bei uns im Wohnzimmer Rasmus Schumacher, 28 Jahre alt, Singer-Songwriter aus Köln. Eigentlich hat er schon immer Musik gemacht. Bereits als Kind trällerte er Mozarts Zauberflöte mit. Mittlerweile ist er seit 10 Jahren als Straßenmusiker unterwegs. Sein Markenzeichen ist seine rote Gitarre. Er geht bei jedem Wetter auf die Straße, doch bei minus 20 Grad, so sagt er. Das war sein persönlicher Kälterekord. Da ging nichts mehr. Überzeugen möchte er heute mit einem ganz persönlichen Song über sein Leben als Straßenmusiker. Jetzt habe ich den Mann an meiner Seite ausgetauscht. Rasmus Schumacher, Musiker und Sportstudent aus Köln, ist jetzt hier. Gerade haben Sie ihn schon im Film so ein bisschen kennengelernt. Eins müssen wir jetzt aufklären, Rasmus. Minus 20 Grad, wo war das bitte? In Köln. Ich denke aber mal, dass es da so zwischen den Häusern nicht ganz so kalt war. Aber es war dadurch, dass es so ein bisschen neblig war und durch die Luftfeuchtigkeit so, das ist dann so richtig schön reingezogen. Hast du da gedacht, da ist das Mitleid besonders groß und die Leute geben mir deshalb viel Geld? Ich habe das vorher, also ich gucke ja nicht irgendwie unbedingt vorher immer drauf, wie viel Graz jetzt wird oder nicht, sondern ich gehe dann raus und dann ist es halt so kalt geworden, irgendwann abends um 10, 11 Uhr. Ja, aber Handschuhe kannst du schlecht Gitarre spielen. Wie hast du das gemacht? Doch, es gibt ja so Fingerfreie. Ja. Ne? Und damit kann man dann auch noch im Kalten spielen. Und ja. Die habe ich mir halt angezogen, hatte dann zusätzlich mir noch so ein Benzinfeuerzeug, Taschenwärmer irgendwie in die Handschuhe reingemacht. Und damit geht es dann so bis minus 10 ungefähr, aber danach wird es dann echt kalt. Gab es denn da besonders viel Geld dann an dem Tag, wenn es so kalt ist? Nee. Das mit dem Geld, das hängt von 1000 Faktoren ab, das weiß man vorher nie. Nicht sagen, also in der Stadt oder wenn so ein Tag ist oder so, dann gibt es besonders viel? Wenn man das wüsste, wäre super. Ja, ne? Würde ich wahrscheinlich nur halb so viel arbeiten müssen. Warum machst du das mit der Straßenmusik? Warum sagst du, das ist mein Leben? Ich habe das irgendwann angefangen, das erste Mal vor 10 Jahren ausprobiert. Und dann nach und nach immer mehr und mehr. Und dann war ich 2004 ein bisschen länger in Irland und hatte da so ein Erlebnis, dass ich mich so das erste Mal im Leben wirklich komplett allein davon finanziert habe und meinen Urlaub da am Ende noch verlängern konnte. Und so habe ich das dann irgendwie, als ich wieder zurück war in Deutschland, dann fortgeführt, habe dann irgendwann angefangen, trotzdem noch Sport zu studieren, weil Musik war irgendwie immer was, was ich aus dem Bauch raus machen wollte und nicht studieren wollte. Und dann hat sich das so ergeben. Ich bin da irgendwie so reingerutscht und ist immer mehr geworden und mehr. Und es ist einfach das Musikmachen an sich, was ich liebe. Und auf der Straße ist erstmal der kürzeste Weg. Auf eine Bühne muss man sich um mehr kümmern. Und es ist auch eine ganz eigene Energie und fast schon eine Magie manchmal an manchen Abenden. So. Wieso, was ist das Magische? Das Magische sind die Momente, wenn man da steht und Musik macht und so die Zeit fast stehen bleibt, weil die Leute irgendwie, also die vorbeikommen, wenn man sie dann hat, wenn sie mal stehen bleiben, wenn man dann merkt, so, oh, jetzt habe ich sie, jetzt sind Leute da. Das ist eine also unvergleichliche, Energie, die da ist. Also die kann man auch nicht vergleichen, wenn man auf der Bühne steht beim Konzert, weil man viel direkter an den Menschen dran ist und viel näher. Und ist die Distanz ist so, nicht einfach so da, ne? Wenn du ein Konzert hast, hast du immer eine Bühne oder so hast du die Distanz gar nicht. Ja. Du hast jetzt zweimal gesagt, abends. Spielst du nur abends? Ich spiele tendenziell abends, weil also erstmal hänge ich in Köln fest, weil ich seit 2 Jahren jetzt im Studio bin und mein Produzent Alexander Kollatz halt im Raum Köln ist und deshalb hänge ich irgendwie in Köln fest. Und da Köln eine sehr laute Stadt ist und tagsüber unheimlich stressig und da macht es einfach abends mehr Spaß, weil es dann leiser wird, dann ist es nicht mehr ganz so anstrengend und die Leute sind auch abends eher mal ruhiger und sind mal gewillt auch stehen zu bleiben und haben die Muße auch mal zuzuhören. Tagsüber sind alle immer so schnell weiter einkaufen, die Läden machen zu. Wir sind jetzt am Nachmittag, nicht am Abend und wir haben die Muße jetzt zuzuhören?
Du hast die Gitarre dabei. Ich habe eben schon gesagt, so eine schöne rote Gitarre. Das ist auch so wirklich dein Markenzeichen. Das muss ich nur noch rauskriegen. Sie ist dazu geworden irgendwie, ja. Sag kurz mal, was du für einen Song spielst. Ich spiele jetzt An Evening. Mhm. Der Song ist schon ein bisschen älter, aber ich habe den heute ausgesucht. Aus dem Grunde, weil er so gut hierher passt. Weil es geht um Straßenmusik. Ja. Und Straßenmusik, ja, da gibt es auch einen Song drüber von mir. Okay, hast du geschrieben? Und den habe ich geschrieben. Marco bringt dir das Mikro. Ja. Und dann sagen wir viel Spaß. Und für Sie gibt es jetzt Rasmus. Dankeschön. This is an evening like one of all they've passed. And I'm singing in the streets, the same old songs, and the crowds are passing by. But they don't realize all the things going on all around them here. And I see myself, I'm standing there. But some of them, they take a look at me. And I see them looking in a friendly kind of way. They go in their ways. Straight or not, but for me it doesn't matter if or not, because I have to go the way on my own to see what will be there for me. Somewhere to see. Wie schön! Vielen Dank. Oh, wie geht's dir jetzt, wo du es hinter dir hast? Gut. Ja? Ja? Wie war das jetzt mal eben auf der Bühne und nicht auf der Straße? Komm, Musik machen. War gut, hat Spaß gemacht. Oder? Auf jeden Fall. Und hier sind aber auch so viele Leute wie in der Fußgängerzone. Ja, es ist ein bisschen ähnlich. So. Danke. Die bleiben auch alle stehen. Genau, du hast eben gerade kurz angesprochen, dass du im Studio bist. Genau. Das heißt, du arbeitest schon auch so ein bisschen daran, doch damit Karriere zu machen mit der Musik? Ach, Karriere ist immer so. Also ich habe halt vor 2 Jahren ungefähr irgendwann gesagt, so, ich bin jetzt hier am Sport studieren und das behalte ich auch noch so nebenher bei. Aber da hat es irgendwie den Break gegeben. Und seitdem mache ich halt mehr Musik als Sport studieren. Mhm. Und das war so zu der Zeit, da habe ich gesagt, okay, weil mich jeder gefragt hat, warum studierst du Sport, was machst du danach, habe ich mir gesagt, ja, Musik. Und dann habe ich gesagt, okay, also du kannst dich jetzt selbst belügen oder eben Musik machen. Und da die Straßenmusik zu dem Zeitpunkt auch schon so das Hauptding war, habe ich das einfach fortgeführt und habe mir gesagt, das ist der Worst Case, schlechter kann es nicht werden. Ja. Und das läuft, damit bin ich glücklich. Und seitdem bin ich halt mit dem
Alex Kollatz halt am Arbeiten und wir sind seit 2 Jahren jetzt echt dran und das ist jetzt kurz davor, endlich fertig zu werden. Und ja, wir drücken dir da auf jeden Fall auf die Daumen, dass das was wird. Und natürlich für unseren Wettbewerb auch, ist ja klar. Wie allen anderen Kandidaten müssen wir jetzt fairerweise sagen. Natürlich auch. Aber wir finden sie alle toll. 10 Kandidaten sind es, wir drücken allen die Daumen. Gibt es einen Moment, den du auch bei der Straßenmusik dann verfluchst und nicht so schön findest? Okay, wenn es minus 20 Grad sind, noch irgendwas? Ja, also, am schlimmsten ist immer, wenn das Ordnungsamt kommt. Mhm. Wenn man dann irgendwie mal ein paar Zuschauer hat und es gerade dann 1 Minute vor 1:30 ist in Köln und man halt dann aufhören muss. Ja. Und wenn man dann doch denkt, naja, es stehen da gerade mal 20, 30 Leute und die wollen, dass du spielst und spielst weiter und 10 Minuten später kommt das Ordnungsamt an, dann ist es halt so, aber... Schade. Ärgerlich, aber ja, kann nicht man nichts machen. Muss man jetzt durch in Köln. Rasmus, wir wollen jetzt mal gucken, wie die Zuschauer zu Hause, wie sie abstimmen können. Wenn sie denn für Rasmus voten wollen oder vielleicht für einen der anderen Straßenmusiker, dann können sie das jetzt gerne tun. Hier sehen sie, wie es geht. Wenn Sie mitmachen möchten bei der Wahl zum besten Straßenmusiker NRWs, dann gehen Sie auf unsere Internetseite. Dort finden Sie einen Artikel über unsere Aktion. Klicken Sie auf das Bild mit dem Saxophonisten. Dann öffnet sich eine Liste mit den nominierten Musikern. Mit einem Klick können Sie mehr Informationen oder sogar Videos zu den Künstlern zu sehen bekommen. Wenn Sie dann zurückgehen, können Sie abstimmen. Suchen Sie in Ruhe Ihre Favoriten aus. Dann können Sie 2 Favoriten auswählen. Und unten auf der Seite abstimmen. Dann ist Ihre Stimme gezählt. Ja, so einfach ist es. Rasmus Schumacher, jetzt schon einer der 10 besten Straßenmusiker in ganz NRW. Wir suchen aber den besten. Rasmus, weißt du, was ein Marimbaphon ist? Ja, das weißt du. Aber da gibt es bei uns in Köln auch einen, der das macht. Ja, also wir haben morgen einen Gast da mit einem Marimbaphon. Die sorgt dafür immer wieder für Aufsehen in Fußgängerzonen. Können wir sehr gespannt sein. Sie wissen wahrscheinlich noch nicht, was ein Marimbaphon ist. Morgen sehen Sie es. Und Marco auch nicht, sonst wird er es jetzt verraten. Doch, ich weiß es. Das machen wir morgen. Ja. Also das werden wir morgen. Aber guck mal, ich habe noch was für dich. Wow. Schau mal, als kleine Belohnung kann ich jetzt auch sagen, oder? Weil du das so super gemacht hast. Boah, das ist verliebt. Ich muss aber einmal zeigen. Also, das ist ein köstlicher Walnuss. Weintraubenkuchen, den gibt es heute Nachmittag bei uns. Kannst du mit Gitarre essen? Darfst das du mal probieren? Ich hin, ja. Danke. Sag doch einmal schon mal, wie es schmeckt, damit wir schon mal neidisch werden. Soll ich hier mit diesem Kunstwerk anfangen oder mit dem Kuchen? Über das Kunstwerk spreche ich gleich mit Matthias Ludwigs, denn der wird den Kuchen gleich backen. Dann werde ich jetzt einfach mal hier das Stück von dem Kuchen probieren. Matthias, wir werden gleich hören, was das für ein Kunstwerk ist, aber erstmal der Geschmackstest hier von unserem Musiker. Na, die Walnuss will nicht. Die Walnuss lasse ich jetzt einfach da, wo sie ist. Nimm mal den Teig. Nimm nur den Kuchen. Gut? Der ist noch so leicht warm. Mhm. Hervorragend. Ja, hervorragend. Du kannst gleich lernen, wie man den nachbackt, Rasmus. Ich sage ja, vielen Dank. Jetzt wissen. Und wir gucken mal eben zu Matthias in die Küche. Dann kann der schon mal sagen, wie das denn funktioniert. Ich esse mal weiter, ne? Ja, natürlich. Matthias, du arbeitest schon an deinem Kuchen. Muss ich lernen, das finde ich gut. Matze, wie hat es dir gefallen mit der Musik? Ich finde sowas schön, ja. War deine Musik oder nicht so? Doch, schon. Aber ich bin auch jemand, der eher vorbeiläuft. Kein Geld reinschmeißt? Geld reinschmeißen, ja, aber ich bin jetzt nicht, dass ich da länger dran bei stehen bleibe. Okay. Du machst schon die Walnüsse, die sind...